Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Freunde, ich habe heute für euch den Shisha Nation Funnel, der in Kooperation mit Hokain auf den Markt gekommen ist, heute mal mit am Start. Wenn ihr wissen wollt, was der Kollege kann, wie viel er kostet, wie viel er frisst, welche Maße er hat, dann bleibt bis nach dem Intro dran und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, Freunde, wie eben gesagt, habe ich den Shisha Nation Funnel X1 oder Modell 1 First Drop Modell in Kooperation mit Hokain heute für euch. Nennen wir wohl Shisha Nation Funnel, sagen wir jetzt einfach mal. Ich haue euch als erstes ein paar Daten um die Ohren, was das Ganze wiegt, wie viel er frisst und dann gucken wir uns den Kollegen noch in der Detailkamera an. Zum Gewicht kann ich euch sowieso sagen, 270 Gramm wiegt der Kollege. Ist vom Gewicht her noch völlig okay. Natürlich leer das Ganze ohne Tabak. Und wo wir beim Thema Tabak sind, der Kollege frisst zwischen 16 und 18 Gramm. Ist völlig okay, gerade in Hinsicht auch auf TBD, nicht auf TBD. Wir haben zu viele Gesetze einfach im Shisha-Bereich. Auch die 25 Gramm Regelung ist das völlig okay. 16 bis 18 Gramm, je nachdem natürlich wie ihr rauchen möchtet, kann das Ganze variieren. Wir haben hier eine Größe vom Depot, sprich von hier drüben nach da drüben. Es wird angegeben als S und M. S&M, wir kennen das zum Beispiel aus der Oblako-Schiene mit Oblako S, Oblako M, Oblako L. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, er hat einen Durchmesser von rechts nach links jetzt in dem Fall, von 7,5 cm, was völlig okay ist. Und er wird angeblich für alle HMDs passen. Das gucken wir uns gleich nochmal drüben an. Wir haben vom Ton her, haben wir denselben Ton wie bei einem Hokain Popo. Wir haben auch denselben Preis wie beim Hokain Popo und zwar 29,90 Euro. Und den Kollegen gibt es aktuell in 8 verschiedenen Colorways. Ich habe jetzt in dem Fall hier Türkis. Gucken wir uns aber jetzt nochmal drüben genauer an, denn an diesem Türkis Colorway ist noch was besonders oder ein kleines Detail, was besonders ist, sagen wir es mal so. Aber das kann ich euch in einer Kamera besser zeigen. So Freunde, hier haben wir jetzt den Shisha Nation Funnel, der in Kooperation mit Hokain rausgekommen ist. Wir haben hier vorne ein Shisha Nation Logo von dem Online-Shop und ihr habt es gerade schon gesehen, hier drüben haben wir Hokain eingearbeitet. Kommen wir auch gleich zur ersten Besonderheit, denn dieses Shisha Nation Logo, was gerade extrem spiegelt, ich versuche es euch mal, so seht ihr das gut, hier habt ihr das Shisha Nation Logo, ist nur in dem First Drop Colorway erhältlich, quasi was dieses Colorway ist, und im Black and White Colorway. Die anderen Farben, wie ich glaube, einer heißt noch Karneval und so weiter, haben dieses Logo nicht drauf, sondern nur der Türkise und der, ich sag mal, Schwarz-Weiße haben das drauf. Wir haben hier oben noch einen angerauten Rand, damit die HMDs sehr gut sitzen. Von der Glasur sieht er, finde ich, sehr, sehr schön aus und wir haben hier denselben Ton vom Hokain Popo oder der auch beim Hokain Popo verwendet wird, falls ich das noch nicht gesagt habe. Prinzipiell, wie vor uns angesprochen, sollen alle HMDs draufpassen. Ich habe mir jetzt hier mal die drei gängigsten rausgesucht. Einen Onmo, der quasi ähnlich ist wie zum Beispiel der Kalaut. Deswegen habe ich nur den Onmo jetzt hier. Wir haben hier unten den Nagrani 2 und wir haben nun einen X-Hooker HMD. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Wenn ich den hier draufsetze, ihr seht das Ganze sehr gut hier. Klar, jetzt wackelt er noch, ne? Er ist aber auch leer. Aber er passt auch drauf. So, der nächste Kandidat, Nagrani 2. Auch hier sitzt einwandfrei drauf. Durch das Angeraute natürlich hält der Nagrani dann dadurch noch einen Ticken besser. Und jetzt noch X-Hooker HMD. Auch hier sitzt einwandfrei drauf. Ich habe jetzt natürlich HMDs weggelassen wie Zeppelin, weil die natürlich ein Stückchen größer sind. Und das sind so die drei gängigsten Modelle, würde ich sagen. Und dann würde ich mir jetzt mal ein Köpfchen bauen. Und wir gucken mal, wie der Kollege so raucht. So Freunde, da sind wir wieder. Wie ihr seht, Körbchen läuft einwandfrei. Ihr habt den Kollegen jetzt im Detail gesehen, was diese kleine Besonderheit ist, dieses SNT-Logo quasi vorne drin. Und dass das Ganze nur beim First One, das ist übrigens der Colorway, ich habe glaube ich vor uns First Drop gesagt, aber er heißt First One. Und beim Black and White Colorway dabei ist. Bei den anderen 6 ist das nicht dabei. Ich nenne euch jetzt nochmal fix die anderen 6. Wie gesagt, First One und Black White hat dieses SNT-Logo. Dann gibt es noch Blue Bubble, Karneval, Color Blue, Lila Luft, Rococo und Green Water. Das Ganze läuft unter dem Synonym, ich sage jetzt mal First Drop.
Eventuell kommt nochmal ein zweiter und ein dritter und ein vierter Drop mit anderen Colorways. Abwarten. Jetzt habt ihr erstmal 8 verschiedene Farben zur Auswahl, die ihr sehr gerne mal abchecken könnt, die auch sehr, sehr schön sind. Was bleibt mir abschließend zu sagen zu diesem Köpfchen? Wir haben denselben Ton, wie gesagt, wie beim Popo. Und ich finde, das merkt man auch, er nimmt sehr gut die Hitze an. Ich komme dicke meine 70 bis 90 Minuten mit dem Kollegen hin. Ihr wisst, ich rauche mit 3 Kohlen an, mache dann 2 rein und wenn ich merke, zu wenig Hitze, mit 3 Kohlen. Bei mir ist es jetzt so, ich habe es auf einen leichten Kontakt gebaut beim Onmo. Und ihr habt es auch gerade, wie gesagt, gesehen. Läuft einwandfrei. Aus dem Hause Hogain ist der Popo mein Lieblingskopf, weil er, wie gesagt, auch wie der Kollege die Hitze gut annimmt. 29,90, natürlich ein Preis, wo der ein oder andere vielleicht sagt, so nee, bin ich nicht bereit auszugeben, ist auch völlig okay. Muss jeder für sich selber wissen. Ich kann ihn euch nur empfehlen. Sehr schöner Kopf, ihr habt es auch gesehen, es passen im Prinzip alle gängigen HMDs darauf. Und wie gesagt, ich kann ihn euch nur empfehlen und ans Herz legen. Ja, Freunde, dann bleibt mir abschließend noch zu sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, lasst unter dem Video ein Abo da, würde ich mich sehr freuen. Schreibt ebenfalls in die Kommentare, habt ihr einen anderen Colorway? Wie findet ihr den Kopf? Was sagt ihr zum Kopf? Seid ihr bereit, so viel Geld oder so viel Geld auszugeben für einen Kopf? Oder wer den vielleicht hat, wie sind eure Erfahrungen? Alles damit in die Kommentare. Und ich danke euch fürs Einschalten. Wir sehen uns dann zum nächsten Video. Und bis dahin, Freunde, geht natürlich der letzte Zug auch auf euch. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, im nächsten Video. Bis dahin. Wiederschauen und reingehauen.